Hi Leute, ich bin heute zu Gast bei Raphael. Ihr kennt ihn vielleicht als Iron Slayer aus dem TGC. Hi. Und das hat folgenden Grund, der Christoph, der Christoph von Fumis, hat uns den Neptun ES zugeschickt. Der Neptun ES ist ein Selbstwickler, der jetzt seit kurzem am Start ist. Und wir haben ein kleines bisschen damit rumexperimentiert. Da seht ihr das gute Stück. Es ist ein Selbstwickler mit einem Ego B-Tank und einigen Besonderheiten. Das Gerät ist voll aus Edelstahl und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal im Detail an. Bis gleich. Genau. Willkommen zurück in der Detailansicht. Wir werden das ganze Teil jetzt mal für euch wickeln. So soll das Ganze nachher aussehen, wenn es denn fertig ist. Ihr seht, das ist wie so ein Hütchen über dem Pluspol drumherum. Dann der Kanthaldraht gewickelt, der dann hier an der kleinen Schraube befestigt wird. Wie man da hinkommt, das zeige ich euch jetzt. Es empfiehlt sich, auch vom Hersteller wird empfohlen, dass man eine sogenannte Tandemwicklung nimmt. Das heißt, man nimmt zwei Drähte, legt sie doppelt und verzwirlt sie miteinander. Das sollte nicht so das Problem sein. Und dann führt man das Ganze einfach hier oben. In die, man muss die vielleicht auch mal noch auseinanderschrauben, das wäre nicht schlecht. Führt das Ganze einfach hier oben in den Pluspol ein. Das wird drumherum gelegt, ne? Drumherum gelegt, genau. So. Wie man das auch von anderen Verdampfern hier kennt. Und dann schraubt man das Ganze fest. Knipst das Ganze dann ab, was übersteht. Wunderbar. So, jetzt kommen wir zu ein bisschen kniffligen Teil, und zwar zu diesem Hütchen. Das sind im Endeffekt sind das Glasfaserröhrchen. Ihr seht, man kann hier durchgucken. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Doch. Das ist also verwobene Glasfaser zu einem Röhrchen, Laser geschnitten, sodass die hier unten nicht ausfranst. Das Ausfranzen kann passieren, wenn man das wickelt, aber da kommen wir dann später zu. Jetzt geht man mit dem Draht in dieses Teil rein. Am besten knickt man das hier oben so ein bisschen ab noch. Und versucht dann, ja, ich sehe hier irgendwie nichts, aber ist egal, wir kommen da schon hin, bis zur Mitte zu kommen. Knickt das Ganze hier ab und stößt dann durch. So, dass also hier, ich das hier aufgezogen habe und stülpt diesen unteren Teil über den Pluspol. So. Nun geht man hin und dieses Hütchen klappt man nach unten, sodass also die Längen der beiden Seiten gleich sind. Hält das Ganze hier fest und dann fängt man an zu wickeln. In welche Richtung ist eigentlich egal. Also man wickelt quasi von oben nach unten. Man wickelt von oben nach unten, genau. Ja, für die Kamera, das ist für mich das erste Mal, dass ich das vor einer Kamera mache. Das ist nicht so einfach. Ich mache das mal gerade den Anfang so für mich und dann zeige ich euch das genau. Also, und trotzdem, wie man sieht, man hat relativ viel Platz zum Wickeln. Man hat sehr, sehr viel Platz zum Wickeln. Einmal, zweimal, dreimal, vielleicht viermal. Und dann kommt man unten schon an der am Minuspol an der Schraube. Hält das Ganze hier fest. Und schraubt das Ganze zusammen. So. Trotz Kamera noch einigermaßen gelungen. So. Und jetzt können wir da schon mal eine Ohmmessung vornehmen, um zu sehen, was wir denn da gewickelt haben. Hierzu sollte man vielleicht auch seinen Akkuträger dann parat legen. Du feuerst ihn jetzt trocken?
Ich befeuere den jetzt kurz trocken, ja. Atomizer oben. Und dann sehr schön, für mich zumindest mal sehr schön, 2,1 Ohm. Wie dick war denn der Kanthal? Das ist 15er Kanthal, viermal gewickelt als Tandemwicklung. Jetzt werden viele sagen, ja, viermal gewickelt, Tandem, so viel Ohm. Man muss davon ausgehen, dass dieses Hütchen sehr, sehr dick ist. Und dass ich dadurch natürlich auch sehr, sehr viel Länge habe von dem Draht und deswegen auch ein etwas höherer Ohmwert zustande kommt. Wenn man jetzt einen etwas niedrigeren Ohmwert will, wie gesagt, nutzt man vielleicht mal 20er Kanthal oder, und das ist das Gute an diesem Gerät, man geht einfach hin, öffnet die Schraube wieder, nimmt den Draht, den man dann noch nicht abgeknipst hat, wickelt einmal zurück und macht es dann fest. Das heißt, man ist hier sehr, sehr variabel, hat dann eine Wicklung weniger. Ich habe hier natürlich ein bisschen schlecht. Ja, wie gesagt, für mich nicht einfach vor der Kamera. So. Hat dann hier eine Wicklung weniger und dementsprechend weniger oben. Das messen wir jetzt mal gleich nochmal. Und wir sind bei 1,4. Oh. Das war jetzt aber auch ein Sprung, ne? Der Sprung ist sehr groß. Wie gesagt, das hat damit zu tun, dass wir ganz einfach wirklich eine sehr, sehr weite Umdrehung haben, weil dieser Pluspol sehr breit ist, dadurch, dass auch noch dieses Hütchen drüber ist. Das ist aber auch gleich das, was wichtig ist bei diesem Verdampfer zu sagen. Er ist absolut nicht geeignet für Anfänger. Mhm. Man muss wissen, was, um was es geht beim Wickeln. Und es ist wirklich ein Verdampfer für Leute, die gerne noch mal ein bisschen rumexperimentieren, die sich auch nicht so schade sind, sich mal eine Viertelstunde, 20 Minuten oder sogar eine halbe Stunde hinzusetzen, um hier die optimale Ohmzahl rauszufinden, zu wickeln, zu machen, fester, etwas lockerer und so weiter. Und so kriege ich das also hin, dass ich dann halt irgendwann die richtige Technik raus habe und dann kann man damit sehr viel Spaß haben. Ja, toll ist ja, dass man eine misslungene Wicklung nicht sofort wegwerfen muss. Ganz, ne? Genau. Also eine normale Wicklung, die könnt ihr dann sofort in die Tonne kloppen und hier kann man immer noch mal so ein bisschen nachjustieren. Kennst du noch ein anderes Gerät, was direkt auf dem Verdampfer selbst gewickelt wird? Also ich wüsste keins. Das war also das erste, was ich in der Art in der Hand hatte. Mhm. Also man ist hier ganz neue Wege gegangen, absichtlich, um mal nicht der Masse zu folgen, sondern um ganz einfach mal etwas Neues auszuprobieren und den erfahrenen Dampfern mal eine andere Möglichkeit aufzuzeigen. Ne? Mhm. Wie ihr seht, jetzt habe ich das Ganze einfach nur nochmal gelöst, habe es nochmal einmal weitergewickelt und festgeschraubt und schon bin ich wieder, theoretisch, bei meinen 2,1 Ohm, wir können es nochmal versuchen. 1,9, ja. Ich war etwas fester jetzt. Okay. Und kaum hat man da, was weiß ich, 2 Mikrometer kürzer und dann hat man schon einen anderen Ohmwert. Wie gesagt, also das Gerät hat eine gewisse Lernkurve. Das ist am Anfang vielleicht etwas unbefriedigend für die Leute, die gerne sich einen Verdampfer kaufen wollen und direkt losdampfen wollen. Dafür ist es definitiv nicht geeignet. Das muss man sagen. Okay, was ist denn sonst noch in dem Paket drin? In dem Paket mit drin sind sonst noch, Moment, muss ich gerade gucken hier, ich habe eine Liste. Einmal das Gerät selbst, wie gesagt, aus Body, aus Mittelteil, wo der Docht reinkommt, da komme ich gleich zu, und dem Sockel. Dann 2 ganz normale B-Tanks. Mit 2 extra Silikon-Abschlussteilen hier hinten, Silikondingen, Deckeln, 2 Ersatzschrauben, 5 Meter 20er Kanthal, ein ESS-Sieb, 10x10 cm und von diesen Glasfaser-Röhrchen sind es insgesamt 10 Stück. Das Ganze ist nicht gerade billig. Das muss man vielleicht auch dazu sagen.
Das ganze Gerät in diesem kompletten Paket kostet 89,95. Mhm. Ist komplett in Deutschland hergestellt. Auf dieses Verfahren hier mit den Röhrchen und mit den Hütchen oder so, sage ich immer, ist auch ein Patent angemeldet. Wenn man das weiß, dann kommt man vielleicht irgendwo auch ein bisschen Verständnis für den Preis, weil sowas ist unheimlich teuer in Deutschland. Ja. Er ist komplett aus Edelstahl hergestellt mit Feingewinden. Das merkt man auch, das System ist komplett dicht und hat schon einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Aber wie gesagt, nochmal die Warnung, definitiv nicht für Anfänger geeignet. Ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das mal abknipsen. Und jetzt auch gleich mal dampfen. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Genau. Jetzt machen wir mal hier ein Liquid drauf. Was dampfen wir denn? Das da ist jetzt eine Waldfrucht von Flavor Art mit 5% PGVG-Mischung 50-50. Ist einfach zu sagen. So. Wir haben jetzt 1,9 Ohm gemessen. Dann machen wir hier mal... ja, Moment. Stellen wir doch mal 4,2 Volt ein. Das müsste eigentlich gut hinkommen. Und dann dampfen wir hier was vor. Da geht ja schon was. Ja, das ist ganz anständig. Tja. Das Ganze wird so zusammengeschraubt. Und wie kommt jetzt das Liquid zu dem Hütchen? Ganz einfach. Indem man hier ein ESS-Röllchen macht und das hier reinsteckt. Ich denke mal, da das Gerät eh für Anfänger nicht geeignet ist, sondern für erfahrene Wickler, die wissen, wie man sowas herstellt, da muss man jetzt nicht noch großartig was erzählen zu. Ganz einfach ein ESS-Röllchen standardmäßig hier reinschieben und zurechtschneiden, sodass es halt passt. Sollte man es oxidieren vorher? Ich sag mal, da das Ganze auf der Wendel eventuell aufliegen könnte, normalerweise tut es das nicht, aber es macht keine Arbeit, dann mal da 2 Minuten zu investieren, ja, um das Ganze einfach kurz durchzuoxidieren. Und dann ist das Thema durch. Ne? Ja. Okay, du hast jetzt noch eine Halterung aufgeschraubt. Das ist das Mittelteil, beziehungsweise die Tankaufnahme, die, wie gesagt, hier äußerst leichtgängig aufzuschrauben ist mit Feingewinde. Und da kommt dann der B-Tank drauf. So. Und jetzt kann man das Ganze losdampfen. Okay, dann würde ich sagen, schreiben wir nochmal nach oben und probieren das Ding aus. Genau, sind wir nochmal zurück. Jo, da sind wir. Das Ding ist gewickelt und jetzt können wir einfach mal einen Dampftest durchführen, ausprobieren. Lass mal was fliegen. Also dampfen tut es auf jeden Fall ja schon mal. Ja, aber... Du bist jetzt wieder bei... Wie viel... Was hast du eben gesagt? Das sind 4,3 Volt jetzt. Ich habe mal optimiert auf 4,3 Volt. 1,9 Ohm hat er immer noch. Fangen wir mit dem Positiven an vielleicht. Also Flash kann man nicht viel zu sagen, weil da muss ja jeder selbst entscheiden, ob er da wie viel Nikotin er nimmt. Der Flash ist normal. Ja, also über den Flash kann man halt nicht motzen. Das ist, der ist da und so, wie er sein soll. Und das kann man sich halt über sein Liquid ja selber regeln mit dem Nikotin. Was sehr, sehr positiv ist, und das gewinnt vielleicht auch noch ein bisschen an Bedeutung, dadurch, dass ich ja eigentlich ein absoluter Verfechter von ESS-Verdampfern bin. Der Geschmack ist hervorragend. Der Geschmack ist absolut hervorragend. Ich finde, er kommt wirklich äußerst, äußerst nah an einen ESS-Verdampfer ran. Der ist sehr rein, der ist sehr fein. Das ist wirklich das Positive an diesem Gerät. Er schmeckt tut er wirklich gut, das kann ich auch sagen. Also vom Geschmack her, das Beste, was ich bisher probiert habe, war tatsächlich der GLV. Dann bin ich ein großer Freund von Tropfenverdampfern, einfach weil man nichts dazwischen hat. Und der Geschmack ist gut. Also ich bin jetzt zwar nicht unbedingt der Fan von diesen Plastiktanks, weil ich auch finde, die haben auch immer noch so ein kleines bisschen Eigengeschmack, der mitbleibt, wenn man sie auf der Lippe hat. Ja, ja. Aber vom Geschmack her, ja, kann das Ding einiges. Also die Waldfrucht kommt wirklich gut raus. Es ist so, dass wie bei allen Verdampfern mit diesen Glasfaserteilen, egal ob das jetzt ein Docht ist oder auch bei diesen Glasfaserröhrchen,
Es dauert vielleicht mal so 5 oder 10 Züge, bis der Eigengeschmack weg ist. Aber man kann jetzt, wie gesagt, wir haben das ein bisschen länger im Test gehabt und ich habe es echt intensiv getestet. Der Geschmack ist dann aber nach 5 oder 10 Zügen, der Eigengeschmack, definitiv weg. Der ist weg. Also es ist ja auch schon relativ viel Glasfaser, was man da benutzt. Ja, da ist das anfangs normal, aber das steht man ganz schnell durch. Ja. Man kennt das ja auch von anderen Verdampfern, die am Anfang einfach, die brauchen eine kurze Zeit, von daher ist das völlig okay. Das Negative? Die Dampfmenge. Ihr habt es gesehen. Also für jemand, der sehr guten Geschmack und einen ganz normalen Flash-Ertrag haben will, so wie das halt, wie er das gewohnt ist, wunderbar. Aber wenn jemand auf viel, viel Dampf steht, dann kann ich eigentlich zu diesem Gerät nicht raten. Es ist egal, mit welcher Wicklung ich es versucht habe, mit wie viel Ohm, mit welchem Material, ob das Kanthal war oder Nichrom, ob das eine Tandemwicklung war oder eine ganz einfache normale Standardwicklung, es kam nie so viel Dampf, dass ich sagen kann, für mich toll. Oder sagen wir, ich würde sogar sagen, es ist nicht nur nichts für Leute, die auf sehr viel Dampf stehen, sondern die auf eine normale Menge Dampf stehen. Also ich finde, das hier ist halt so ein bisschen underperforming. Wenn man sich dazu, ja, nehmen wir irgendwas ganz Billiges im Vergleich, und zwar die Vivinova, in dem Fall 1,8 Ohm, bei, gehen wir ein bisschen runter, sagen wir 4,0 Volt. Das ist gleich was ganz anderes als dieses Teil hier. Da kommt also wirklich wenig. Nochmal als Vergleich, ein GLV mit 2,2 Ohm, 4,7 Volt. Das Ding nehmen wir natürlich wie die Wildsau. Ja, also das ist ganz klar, das muss man nicht unbedingt probiert haben, um zu glauben, man sieht es einfach. Also wenn ich jetzt subjektiv würde ich sagen, das ist das Doppelte. Ja. Muss ich ganz ehrlich so sagen, das ist einfach, das ist Dampf. Aber im Endeffekt kann man da das Negative auch wieder ins Positive umkehren. Wem der Dampf schlichtweg egal ist und der da eher sagt, oh, ich will eigentlich gar nicht so viel Dampf, der wird da seine Freude drin haben. Spaß wird man auf jeden Fall haben, wenn man sagt, ja, Dampf, gibt's ja genug Leute, die auch sagen, Dampfmenge interessiert mich nicht. Ja. Für mich persönlich ist, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, entscheidet die Dampfmenge auch drüber, wie befriedigend das für mich ist. Mhm. Das auf jeden Fall, ganz klar. Es gibt Leute, die mögen es auch gar nicht so, die Bude verqualmt zu haben, für die ist es gut. Und was es auf jeden Fall hat, und da kann man wirklich bei bleiben, der Geschmack ist gut. Der ist bomb, also wirklich, ich war schwer überrascht. Vor allem bei so einem Gerät, was jetzt von der Größe her ist, wenn man es vergleicht wie ein LSE oder wie das Urgerät in dieser Größe wie der A2T oder A2TM in dem Fall, absolut vom Geschmack her tipptopp und steht da in der Kategorie eigentlich an der Spitze. Also da kommt ein A2, habe ich bis jetzt noch keinen gehabt, der so gut geschmeckt hat in der Richtung. Ne? Noch einen kleinen Zusatz. Das Gerät gibt es nur mit B-Tankaufnahme. Also ein A-Tank passt da nicht rein. Dann muss man halt auch die Mundstücke mögen. Also die solltet ihr vielleicht vorher, wenn ihr so ein Gerät bestellen wollt, auch vorher mal getestet haben. Kriegt ihr so ziemlich bei jedem lokalen Dealer diese Dinger zum Ausprobieren. Halt Standard Ego T B. Genau. Vom Look her, das ist ganz okay. Ne? Also wie gesagt, vollständig Edelstahl. Diese Schrauben haben hier, wie nennt man das denn? Eine Rändelung? Eine Rändelung. Mhm. Ja, die ist soweit auch ganz ordentlich gemacht. Also das hier waren jetzt halt wirklich Testgeräte, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Die sind wahrscheinlich auch schon durch einige Finger durchgegangen. Aber wenn man sich die Bilder auf deren Seite ansieht, es sieht schon ganz ordentlich aus. Die Firma Fumes, die das Teil vertreibt, das gibt es auch nur dort. Der Christoph von der Firma hat das Ganze entwickelt, hat wie gesagt auch ein Patent auf das System. Und auch dort, und das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Hinweis, nur dort gibt es auch natürlich diese Glasfaserröllchen. Die ich persönlich für einen weiteren Nachteil halte. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass ihr wirklich auch bei Fumes diese kleinen Glasfaserröhrchen bestellen müsst. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, die Idee mit dem Laserschneiden, damit sich hier nichts aufwickelt, die ist gut.
wenn sich das aber dann doch aufwickelt, und das ist was passiert, das ist mir zum Beispiel beim ersten Wickeln auch passiert, dann ist es die Hölle. Das Ding fängt an auszufransen, ihr habt gerade alles zusammen, ihr habt irgendwie euren Kantal hier durchgefriemelt, ihr habt das Ding umgeklappt, fangt an zu wickeln und dieses Teil hier löst sich einfach. Man hat es eben beim Wickel ja auch gesehen, da war etwas franselig gewesen. Ich bin mit der Schraube nicht so ganz hingekommen. Gut, ich meine, man kann man natürlich auf der anderen Seite, wo die Schraube nicht ist, dann vielleicht auch umklappen. Ja. War einfach ungeschickt in dem Moment. Aber das passiert ganz einfach. Und wenn einem das schon vorher passiert, bevor man überhaupt daran kommt zu wickeln, dann kann man dieses Ding nehmen und wegschmeißen. Man muss ein neues nehmen. Im Lieferumfang, wie gesagt, sind 10 Stück mit dabei. Bestellt euch mal gleich am Anfang noch 20 mehr dazu. Die kosten nicht viel. Das sind, es ist noch kein Preis angegeben auf der Webseite, aber ich sag mal, für 10 Stück wird es wahrscheinlich 1, 2, 3 Euro verlangt oder sowas. Bestellt euch genügend gleich am Anfang mit, dass ihr da auf dem Trockenen sitzt. Ja. Gleich, ne? Also 10 Stück dazu zu legen war gut gemeint. Ja. Jo. Es könnten mehr sein. Es könnten tatsächlich mehr sein. Und dann ist das, also ja, das, ihr werdet auf jeden Fall eine ganze Zeit lang brauchen, bis ihr drin seid, wie das Ding anständig zu wickeln ist. Ja, dauert aber. Wie ihr hinkommt, wie fest ihr wickeln müsst. Denn es dauert halt die Zeit lang. Wie ihr gesehen habt, nett ist ja wirklich, man wickelt am Gerät, man kann das Ding wieder aufmachen und kann nochmal probieren. Aber die Lernkurve ist halt tatsächlich doch relativ hoch. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ihr solltet diese Dinger auf gar keinen Fall auf kleinen, billigen Ego-Akkus nutzen. Das ergibt nicht viel Sinn. Es bringt überhaupt nichts. Kommt nicht viel raus, sondern da soll es dann schon irgendwie Lava-Tube Mindest sein. Und nett ist da natürlich, richtig viel Spaß macht das auf dem Provari. Darunter solltet ihr nicht gehen. Vielleicht noch als Hinweis, da es von wie ein A2 ist, sage ich mal von der Größe her, vom Durchmesser, würde auch ein Ego-Twist-Akku gehen. Jo. Dann hat man eine Flucht, hat das Ganze schön, sieht toll aus. Da sieht das Ganze, denke ich mal, auch gut aus. Cones gibt es jetzt hier nicht dazu, aber die kriegt man ja überall zu kaufen. Also ich meine, da ist man auch mittlerweile gut versorgt und dann hat das Ganze Sinn. Aber normaler, nicht regelbarer Ego-Akku, vergisst's. Aber ich denke, wer sich so ein Ding zulegt, der wird auch irgendwie einen Akkuträger zu Hause haben. Ja. Von daher passt das. Der Preis, wir hatten es eben schon gesagt, ist nicht so richtig günstig. Nee. Ich weiß nicht, was kosten A2? Mittlerweile nur noch irgendwo so um die 50 Euro. Um die 50 Euro. Ihr kriegt natürlich, also A2s und seine Nachbauten kriegt ihr natürlich günstig. A2TM kostet 50 Euro. Der Hersteller möchte für dieses Gerät 89 Euro haben in der Ausführung. Ist ein stolzer Preis. Ist definitiv ein stolzer Preis. Auch im Hinblick, dass das Ganze in Deutschland gefertigt wird, dass das Ganze aus hochwertigem Edelstahl ist, dass da keine Verklebungen dran sind, nichts in der Richtung Feingewinde. Und ein Patent drauf angemeldet wurde. Man muss wissen, das kostet wirklich einige tausend Euro, wenn man da auch nur ein kleines Pups-Patent anmeldet. Ich finde den Preis etwas stramm. Jo. 89,95, jo. Der Preis ist heftig, da könnte man vielleicht irgendwie noch einen Zehner runtergehen. Oder vielleicht auch. Oder auch mehr. Ja, oder auch mehr. Vielleicht auch mal noch einen Cone mit beilegen, dass man sagen kann, das sieht auf einem Ego mit Variable Voltage gut aus. Ja. Oder ähnliches machen. Aber ich denke, das ist noch vollständig im Rahmen. Also, ich meine, mittlerweile haben wir ja Verdampfer, die weit fernab der 100 Euro liegen, die man kaufen kann. Oh ja. Die dann aber auch zum Beispiel eigene Tanks mitbringen. Also, ich persönlich empfinde die Ego TB-Tanks als einen Nachteil. Ich mag die nicht. Ich mag sie auch von der Größe her nicht. Aber das muss jeder für sich selbst wissen, das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Jo. So, im Fazit, würdest du dir das Ding zulegen? Ich für mich persönlich? Nein, das hat aber absolute subjektive Gründe, weil ich absoluter ESS-Fan bin. Und wie gesagt, ich war schwer überrascht, trotz dass ich, wie gesagt, hauptsächlich nur ESS dampfe, vom Geschmack her absolut top. Aber für mich wäre das eh nur ein Gerät für unterwegs, weil es so klein ist. Nein. Okay. Also bei mir sieht es ähnlich aus. Nochmal aus anderen Gründen. Wie gesagt, Geschmack finde ich gut. Ego TB-Tanks kommen mir leider nicht ins Haus. Aber wie gesagt, das sollte man einfach jeder für sich selbst wissen. Der größte Nachteil für mich ist die Dampfmenge, die aus diesem Teil rauskommt. Absolut. Wo ich sage, okay, damit werde ich nicht klarkommen. Damit komme ich halt einfach nicht klar. Ja. Aber es ist, was es ist. Es ist der Neptun ES.
Neptun ES, ja, mit eigenem System, das es so noch nie gibt. Ja, die sind übrigens 3-Burn fest, das kann man auch genau noch dazu sagen. Richtig. Lebensmittel echt. Ja, wie gesagt, sowas gibt es in der Form noch nicht auf der Welt und wer ein bisschen bastlerisch und investigativ sich gerne mit seinem Verdampfer beschäftigen möchte, der ist da gut aufgehoben. Man wird irgendwann auch auf seine optimale Wicklung kommen und dann wird man definitiv Spaß haben an dem Gerät. Aber für Anfänger oder für Leute, die noch nicht so drin sind im Wickeln, ist das absolut nicht geeignet. Spart euch die 90 Euro, kauft euch was anderes. Oder ihr habt dann halt ein neues Hobby und seid den ganzen Tag nur noch am Wickeln. So sieht das Teil aus. Den Link stellen wir euch hier unten in die Box. Genau. Kommentare freuen wir uns total. Ihr könnt auch mal darüber was erzählen, wie ihr es findet, wenn wir gemeinsam ein Video machen. Wir wollen da was hören. Ansonsten, ja, bis jetzt war ja nur Live-Show, ne? Richtig. Übrigens, kommt da noch was? Da wird auch noch mal was kommen. Ich bin momentan ein bisschen auf dem Trockenen, was das Internet zu Hause angeht. da werde ich irgendwie noch 2 Wochen warten müssen. Jo, wir freuen uns über Kommentare hier unten rein. Klickt hier oben auf Abonnieren. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch alles Gute und rock on. Rock'n'Roll. Ciao. Ciao.